der Toni. Bereit? Bereit, wenn Sie es sind. Let's go! Hi, ich bin der Polly von The Blackest White und wir wollen euch heute unseren Room Number 8 zeigen. Das sind die heiligen Hallen des Rock'n'Roll. Einige legendäre Bands haben hier geprobt. Zum Beispiel Darwin. Dieses weiße Pulver da auf dem Spiegel sieht sehr aus wie Spermaflecken. Was natürlich in keinem Proberaum fehlen darf, ist der Sauger mit dem extra großen Rüssel. Ich glaube, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Wie sich für Rock'n'Roll gehört. Hier ist unsere Gesangskabine. Der Sound ist auch exorbitant gut. Könntest du auch exorbitant rausgehen jetzt? Ja, da ist der Fabs. Hey guys. Ich muss weiter einräumen. Ja. Da. Das ist nämlich exorbitant wichtig. Eins meiner Lieblingsworte. Das hast du doch gerade erst von mir gelernt, Mensch. Da ist der Key. Ja. Der sortiert gerade, wo noch Bier drin ist und wo nicht. Das Problem ist, wir haben voll die Pussy in der Band, deswegen haben wir immer noch einen Kasten alkoholfreies Bier. Ey. Das geht mir voll auf den Sack, wo ich immer zwei Biersorten da haben muss. Mädchen, ja. Wenn es mal einen Job für den Schrauber gibt. Ja, was haben wir hier noch so? Ein Clean Park haben wir da hinten. Ja. Und ein Schlagzeug. Noch ein Schlagzeug. Unsere Mikrofone. Okay, dreh dich um. Ganze technische Zeug, von dem ich keine Ahnung habe. Noch mehr technisches Zeug. Der Mülleimer. Der ist vor allem wirklich exorbitant wichtig. Und ja, das ist ein Chris sein Handtuch. Arschwasserproof. Das Zentrum des Ehek-Virus. Das sind die Arschwasser.